Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Traditionellerweise gibt es bei Balea nicht nur einen Kalender für die Frauen, ist eigentlich auch Unisex, ne? Sondern auch einen für die Männer. Auch der ist eigentlich Unisex. Aber hey, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. 16,95 € kostet diese Schätzelein ebenso wie der andere, den ich euch auch schon vorgestellt habe. Und ja, die Männer werden wahrscheinlich eher so mit würzigen und aquatischen Düften beglückt, wobei sowas auch Frauen gefällt, um ehrlich zu sein. Nun, ja, so schaut er aus. Relativ auch, ja, schön gemacht, würde ich mal so sagen, mit dem dunkelblauen Hintergrund. Hier haben wir den Nussknacker vorne drauf und ansonsten Sonne, Mond und Sterne. Ich persönlich finde es aber schöner, wie der von den Frauen designt ist. Aber ich glaube, das ist halt echt so ein Klischee-Ding, ne? Dass der hier halt so ein bisschen härter und derber rüberkommt und der von den Frauen dann in dem Sinne etwas weicher und so. Ja, muss man mal gucken. Solltest du übrigens noch nicht Teil der Crew sein und das gerne werden wollen, kannst du mich sehr, sehr gerne abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Und jetzt werfen wir mal einen Blick in den Adventskalender. Normalerweise steht in den Kläppchen immer irgendwas Knallhartes drin. Dieses Mal ist es, glaube ich, ähnlich wie bei den Frauen. Ich setze es extra in Anführungsstriche, ne? Dass es so ein bisschen mehr in die Mutrichtung geht. Also hier steht tatsächlich drin, dass man der Grund sein, dass hier Grund sein soll, dass jemand heute lächelt, ne? So. Mensch, wir reden hier von Duschgel und zwar mit dem Duft nach Orange und Rosmarin in 50 Millilitern. Das ist eine schöne Größe, also das scheint jetzt noch nicht ganz so geschrumpft zu sein, wie wir das bei anderen Adventskalendern gesehen haben. Und ja, ist würzig, zitrisch, denke ich mal. Riecht ein bisschen nach Sauna. Okay, am 2. Dezember hauen die wieder raus. Da stehen halt total unnützes Wissen, Informationen drin, ne? Was ich ganz cool finde. Da haben wir jetzt hier den Gesichtsbalsam Energy drin mit Q10 und Vitamin E. Hier sind 20 Milliliter drin enthalten. Ja, also ich freue mich tatsächlich immer sehr drüber, wenn mein Freund dann überhaupt mal auf die Idee kommt, eine Gesichtspflege zu verwenden. Dann ist es auch okay, wenn es 20 Milliliter sind. Ich glaube, sowas hält bei ihm ungefähr ein Jahr. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und genau diesen Gedanken, den ich beim 2. Dezember hatte, scheint auch Balea zu haben, denn hier haben wir ein Körperserum Merry Christmas mit Hyaluronsäure am Start, 50 Milliliter, also auch das ist einfach dann ein Körperprodukt. Ich glaube, Männer pflegen ihren Körper eigentlich auch eher dann, wenn sie es wirklich nur müssen und ja, ich bin mal gespannt, wie viele Duschgele wir hier drin finden, aber an und für sich kannst du, ne, meinem Freund einen Duschgel-Adventskalender schenken und der ist happy. Hier haben wir die Nummer 4. Bart-Shampoo und Conditioner. Das finde ich schön. 2-in-1 Effekt. 20 Milliliter sind hier drin. Nicht jedermann trägt Bart. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Aber sowas kannst du ja auch theoretisch einfach für die Haare verwenden, ne? Genau, also deswegen passt es auf jeden Fall. Und ich glaube, so ein Conditioner ist manchmal auch gar nicht verkehrt für den ein oder anderen Bartträger. Einen Tag vor Nikolaus dürfen die Männer in die Wanne steigen. Und zwar mit dem Duft nach Grapefruit und Zedernholz haben die hier leider nur 16 Milliliter als Bart drin. Das wird jetzt nicht so ein exorbitant krassen Wert haben. Ich versuche euch die Preise grob auszurechnen. Da orientiere ich mich an dem, was ich bei DM halt online finde und rechne das dann so ein bisschen um. Ja, ne? Kannst du ein bisschen baden gehen. Ja, ich glaube, das wird auch meinem Freund gefallen vom Duft her. Ich weiß nicht warum, aber an Nikolaus hätte ich jetzt gedacht, dass bei den Männern halt richtig was Cooles, exorbitant Krasses drin ist. Es ist was Brauchbares, um es mal so zu sagen. Ein Bimmstein. Ja. Leute, ich weiß ja nicht. Freut Mann mit Doppel-N sich darüber, am 6. Dezember an Nikolaus einen Bimmstein im Adventskalender zu finden? Ich weiß nicht. Also es ist praktisch, sowas wird verwendet. Ja, sowas sollte auch mehr verwendet werden. Aber an Nikolaus. Weiter geht die wilde Reise am 7. Dezember. Es ist so wichtig, dass wir unsere Füße pflegen und auch die Männer sollten daran erinnert werden. Und das werden sie am 7. Dezember mit der Fußbutter. Ja, reichhaltige Pflege, 20 Milliliter sind hier drin. Ich verwende jeden Abend Fußpflege, weil ich einfach gemerkt habe, dass meine Füße es mir tatsächlich sehr, sehr danken. Und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, ne? Können die Männer auch gut gebrauchen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier ist auch wieder ein sehr praktisches Produkt drin. Und zwar ein Waschgel, für jeden Hauttyp geeignet. Ja, die Größen schrumpfen, ne? 20 Milliliter sind hier drin. Ich habe schon länger keine 50 Milliliter Größe mehr gesehen. Vielleicht dürfen wir uns in der Nummer 9 darüber freuen. Nö, auch das sind nur 20 Milliliter von einem Gesichtstonic mit Hyaluronsäure und Glycerin.
Puh, da weiß ich wirklich nicht, ob mein Freund sowas verwenden würde. Ich glaube, der guckt sich ja auch manchmal so an, was ich so übertreibe, ne? Und wenn ich dann anfange mit Gesichtswaschen, dann vielleicht ein Peeling, dann ein Toner, was das hier ist, ein Serum, Augenpflege, Gesichtscreme und dann vielleicht sogar noch Lichtschutzfaktor, dann denkt er auch manchmal, Alter, was knallst du dir da alles ins Gesicht, ne? Ich glaube nicht, dass ich meinen Freund dazu bewegen kann, einen Toner zu verwenden. Es wäre aber super sinnvoll, weil ein Toner ist immer dafür da, um halt quasi die Haut noch ein bisschen zu beruhigen und ihr zu sagen, hey, lass mich deine Autobahn für die danach folgenden Wirkstoffe, die du hoffentlich danach aufträgst, sein, damit dein Gesicht halt auch wirklich richtig geil aussieht. Wobei ich sagen muss, dass mein Freund auch so ein sehr, sehr schönes Gesicht hat. In der Nummer 10 darf es auch mit Gesichtspflege weitergehen. Nachtcreme mit Arganöl haben wir hier drin. 20 Milliliter, auch da, ne? Also mein Freund wird safe keinen Unterschied zwischen Tag- und Nachtcreme machen. Ich werde ihm die Produkte zeigen. Er kann sich das angucken. Was ihn interessiert, kann er dann auch gerne verwenden. Es hört sich jetzt wild an, aber ich hätte mal wieder Bock auf ein Duschgel. Am 11. Dezember, das ist die erste Schnapszahl, hat Mann hier eine Augencreme drin. Und zwar ohne Parfum. Das ist immer schön. 10 Milliliter sind hier drin, weil ich glaube, dass sobald Männer ein Produkt anwenden, was sie auch nur in irgendeiner Art und Weise nervt, also ich sag mal wirklich Otto-Normalverbraucher, da denke ich an die Männer in meinem Familien- und Freundeskreis und natürlich auch an meinen Freund, ne? Wenn der irgendein Produkt anwendet, was bei der ersten Anwendung vielleicht so komisch in die Augen kriecht oder komisch riecht oder so, ist direkt, boah, nee, ne? Andererseits, wenn die dann irgendwann mal ein Produkt für sich gefunden haben, was die gut finden, dann wollen die immer nur dieses eine von dieser Marke, von dieser Reihe. Das ist so abgefahren. Deswegen finde ich schon mal ganz gut, dass wir hier kein Parfum dran haben, weil sowas ist dann vielleicht ein bisschen abschreckend für den einen oder anderen. Und hat auch eigentlich an den Augen nichts zu suchen, ne? Yay, zur Halbzeit bekommen wir ein Duschgel und zwar die belebende Aromadusche mit belebend zitrischem Duft. 50 Milliliter haben wir hier drin. Ich kenne es halt bei meinem Freund, ne? Der nimmt sich gerade aus diesen Adventskalendern gerne diese kleinen Größen raus. Entweder für, wenn man mal verreist oder sonst irgendwie. Deswegen, das findet er immer ganz schön. Und jetzt habe ich auch die erste Halbzeit auf dem Tisch. Ja, also ist es schon sehr, sehr viel fürs Gesicht mit dabei, was natürlich preis-leistungstechnisch ganz gut ist, ne? Weil so ein kleines Duschgel hat nicht so einen hohen Wert normalerweise wie jetzt eine Nachtcreme oder so. Die Frage ist halt immer, inwiefern der Mensch, der diesen Adventskalender auspackt, das dann auch tatsächlich so verwendet. Aber um den Mann halt so ein bisschen auch so dran zu führen, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, vielleicht ein bisschen zu ausgefallen in mancherlei Hinsicht. Und das Design finde ich nicht ganz so liebevoll wie auf dem Frauen-Adventskalender, aber es ist trotzdem schön. Der 13. Dezember geht mit Gesichtspflege weiter. Hier haben wir ein Gesichtspeeling mit Hanfsamenöl drin. 20 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Also ich finde, auch wenn Männer vielleicht eine dickere Lederhaut haben und gegebenenfalls auch eine etwas robustere Haut, als wir Frauen das manchmal halt haben, ne, würde ich auch als Mann nicht empfehlen, ein mechanisches Peeling zu verwenden. Ich würde wirklich eher Richtung Enzympeeling oder chemischen Peelings tendieren, was ich meinem Freund so empfehlen würde, und weniger halt so ein, ja, mechanisches, weil das schrubbelt halt wirklich zu doll eigentlich und zerstört die Hautbarriere sehr. Jetzt haben sie aber hier einen Lauf mit den Körperprodukten. Am 14. Dezember ist das jetzt, ne? Genau. Haben wir die Bodylotion mit verwöhnender Feuchtigkeitspflege, 50 Milliliter. Ja, auch so ein Produkt reicht meinem Freund, glaube ich, ein ganzes Jahr. Aber er braucht auch nicht so viel. Also er hat eigentlich wirklich eine sehr, sehr gute Haut. Ja. Ne? Bodylotion kann man gut gebrauchen und ist dann ein bisschen reichhaltiger als das Körperserum, was wir jetzt hier drin hatten. Aber nicht so reichhaltig wie jetzt irgendwie eine Bodycream oder so. Das heißt, das ziert dann wahrscheinlich auch richtig schön schnell ein, dass man halt nicht so klebrig ist oder so. Ach, guck, am 15. Dezember haben wir den obligatorischen Lippenbalsam hier mit dabei. 8 Milliliter sind hier drin enthalten. Und das ist tatsächlich ein Produkt, was mein Freund auch mir, ja gut, das ist schon ein Jahr her, ne, hat er mir mal gemobst. Also hat er mich mal wirklich nachgefragt, ob ich eine Lippenpflege hätte. Am 16. Dezember haben wir ein Gesichtscremegel. Das ist dann etwas leichter, ist aber ein intensiver Feuchtigkeitsboost mit Hyaluronsäure. 20 Milliliter sind hier drin. Also es ist auch wieder eine Hautpflege quasi, ne, Haut Abschlusspflege, die aber etwas leichter sein wird und gerade so bei öliger oder Mischhaut ganz gut funktionieren wird. Yay, eine Woche vor Heiligabend darf der Mann dann wieder duschen gehen. Das ist ein 2-in-1 Duschgel für Körper und Haar. Da sind 50 Milliliter drin. Ich persönlich würde sowas eigentlich tatsächlich eher wirklich nur am Körper empfehlen und weniger an den Haaren, weil du hast einfach auf der Kopfhaut etwas andere Bedürfnisse als am Körper, ne? Also so meine persönliche Empfehlung. Und genau, aber das wird sicherlich auch eine gute Sache sein. Er riecht auch wieder so ein bisschen klassisch nach Männerumkleide, würde ich sagen. So Axe, hier,
wie heißt das, Deo-mäßig. Ja, guck, am 18. Dezember, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, haben wir ein Deep Cleansing Shampoo mit drin. Tiefenwirksame Reinigung und hier sind 50 ml drin. Ja, solche Tiefenreinigungsshampoos kann ich persönlich eher so ein- bis zweimal pro Woche empfehlen, weil du ansonsten deine Kopfhaut sehr, sehr, sehr trocken machst. Ne? Da würde ich ein bisschen vorsichtiger mit umgehen, aber trotzdem mega cool, dass es drin ist und ja, kann man auf jeden Fall dann grundsätzlich auch sehr gut gebrauchen. Am 19. Dezember hat man hier einfach eine feste Handseife drin. Sanfte Reinigung mit dem Duft nach Lemongrass. 20 Gramm sind hier drin enthalten. Ja, ne? Also Handseife ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Also das Kläppchen ist groß genug, da hättest du auch eine größere reinmachen können, ganz ehrlich, Balea, ne? Und so teuer ist so eine Handseife ja eigentlich nicht, aber gut, vielleicht ist sie ja irgendwie, ja, die ist speziell. Okay, wir haben hier einen Stern. Na, immerhin. Das darf dann auch tatsächlich ein bisschen kleiner sein, aber die Kapazitäten für eine größere Geschichte wären da gewesen. Ja, riecht halt sehr zitrisch, ne? Jetzt hauen sie wirklich raus. Am 20. Dezember hat man hier nochmal eine Cremedusche drin mit dem Duft nach Bergamotte und Sandelholz. Da sind 50 ml drin. Sowas ist, glaube ich, volle Elle. Das Ding von meinem Freund. Der mag auch gerne so holzige Sachen. Wobei, das hat nicht so einen geilen Duft, finde ich. Ja, ich bin halt auch nicht so der Mega-Fan von Bergamotte, ne? Am 21. Dezember darf man sich die Hände eincremen, was ja Sinn ergibt, weil das ist ja auch so ungefähr der Zeitpunkt, wo man ungefähr zum Beispiel einen Tannenbaum holt, ne? Und dann hat man vielleicht ein bisschen rauere Hände und möchte die pflegen. Pflegbeanspruchte Hände passt, 20 ml haben wir hier drin enthalten. Und wenn die dann auch noch schnell einziehend ist, dann wird mein Freund das auf jeden Fall sehr feiern. Also, ne, sowas ist immer praktisch, finde ich. Am 22. Dezember, das ist die zweite Schnapszahl, geht es ja Richtung Heiligabend und um dann wirklich strahlend schön unter oder neben dem Tannenbaum zu sitzen, kriegt der Mann ja auch noch eine Gesichtsmaske. Wertvolle Pflege für die Winterhaut, Feuchtigkeitsmaske und das ist so ein Zweier-Sachet, also das reicht für zwei Anwendungen locker, ne? Und da sind 2x8 ml drin. Ich glaube auch, dass eine Crememaske besser aufgehoben ist als eine Tuchmaske, weil, wie gesagt, viele Männer tragen mittlerweile ja Bart und eine Tuchmaske mit Bart ist immer ein bisschen komplizierter, als wenn du halt eine Crememaske verwendest. Das trägst du da auf, wo du es halt haben willst. Am Tag vor Heiligabend wird daran gedacht, dass der Mann nicht nur schön strahlend da sitzt, sondern auch perfekt gestriegelte Frisuren mit an den Start bringen darf. Ein Styling-Gel für starken, unsichtbaren Halt ist mit 20 ml drin enthalten. Sowas ist jetzt nichts, was mein Freund verwenden wird, weil mit 3 ml kannst du jetzt nicht so das ultimative Styling anfangen. Aber schön, dass es drin ist, denn es gibt durchaus ja auch sehr viele Männer, die etwas längere Haare haben, ne? Und die dann auch stylen. Ja, und am 24. Dezember kann man sich dann erstmal morgens oder abends, wie man möchte, ein paar Augenpads gönnen. Denn das ist hier drin enthalten. Ist das ein Highlight-Produkt? Mit Hyaluron und Glycerin, da haben wir natürlich zwei Stück drin. Für jede untere Augenpartie eins. Und das scheinen auch die zu sein, die sehr, sehr, sehr viel Feuchtigkeit mit drin haben. Aber nicht diese Hydrogel-Dinger. Auch nicht diese, die halt quasi so drauf kleben, wie diese Q10, die es ja auch im Standardsortiment gibt. Sondern diese ganz, ganz dünn. Ne? Das ist auch immer eine ganz schöne, meiner Meinung nach, Formulierung, da komme ich persönlich immer sehr gut mit zurecht. Und da haben wir jetzt den kompletten Adventskalender einmal ausgepackt. Also, er ist an und für sich, meiner Meinung nach, ganz gut bestückt. Wir haben ja auch eine gute Auswahl an Produkten. Ich persönlich finde, dass die Aufteilung nicht ganz so gelungen ist. Also die Duschen hätten die ein bisschen anders verteilen können. Dass man halt irgendwie immer was zum Waschen und immer irgendwas zum Eincremen so immer im Wechsel irgendwie hat. Ne? Das wäre so mein Ding. Ich persönlich vermisse ja auch auf jeden Fall ein Highlight. Also für mich ist ein Bimmstein und Augenpads, das ist definitiv kein Highlight. Auch für meinen Freund wird das kein Highlight sein. Ja, also ich finde den jetzt, also von den Produkten her, wie gesagt, ganz gut, dass man ins Sortiment gucken kann, aber ich finde ihn jetzt nicht so mega krass überwältigend. Ne? Preis-Leistungstechnisch glaube ich einfach, dass wir so ungefähr 1:1 aufliegen, dass wir sagen, okay, du zahlst 16,95, hast auch ungefähr 17 Euro wert, kann ich mir gut vorstellen, ne? Um dann halt auch einfach vielleicht den einen oder anderen Anreiz dem Mann mit auf den Weg zu geben, manche Partien des Körpers und des Gesichtes dann doch noch ein bisschen mehr zu pflegen oder halt auch um einfach generell zu gucken, ob einem die Gesichtspflege oder Körperpflege von Balea zusagt. Mich persönlich hat er jetzt sowohl designtechnisch als auch inhaltlich nicht so sehr vom Hocker gerissen. Ne? Da ist aber jeder Jack auch anders. Also schreibt gerne eure Meinung mal in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Ich persönlich hätte mir einfach, wie gesagt, so ein bisschen andere Sachen an 6 und 24 gewünscht, einfach um dem Ganzen noch ein anderes Highlight zu geben, dass irgendwie halt auch, dass es cooler rüberkommt. Ne? Keine Ahnung. Nun, das wäre es ja von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.